Und zugeschaltet ist jetzt Professor Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft. Schönen guten Morgen und gleich die Frage, ist das wirklich ein guter Morgen für die Wirtschaft heute mit diesem Koalitionsvertrag? Es ist ein guter Morgen, weil Klarheit über eine sicherlich stabile Regierung vor uns liegt. Wir wissen, was die großen Handlungsstränge sind. Niemand hat Zweifel daran, dass die Transformation zur Klimaneutralität gelingen muss. Diese Regierung will klar machen, wie es geht, weniger auf neue Ziele, sondern auf die Umsetzung achten. Dann kann man viele Details besprechen, aber dieser Fokus auf gutes Regieren, wirksamen Staat, digitale Erneuerung des Staates, meiner Sicht Themen, die man gar nicht überschätzen kann in der Regierungsleistung der nächsten Jahre. Insofern ja, es ist durchaus ein guter Morgen. Also könnten wir jetzt tatsächlich diese Ausgewogenheit, das Gleichgewicht zwischen Ökonomie und Ökologie erreichen? Ich glaube, wir können es erreichen. Das war auch vorher ja nicht irgendwie außerhalb der Vorstellung und der Handlungswelt. Nur es ist jetzt unterlegen in Parteien, die von diesen Themen auch ihre Verankerung her ableiten und ihre gesellschaftliche Verortung. Das bindet, das gibt Möglichkeiten, das auch anders in die Diskurse der Öffentlichkeit hineinzubringen und die Dinge auch immer wieder zu spiegeln. Und so wie es aufgeteilt ist, auch in den Ressorts, macht das durchaus auch Zuversicht oder begründetes Zuversicht, dass dies auch gelingen kann. Letztlich hängt viel davon ab, wie die Menschen es miteinander tun. Die letzte Regierung hatte sich in Einzelressorts völlig zerteilt. Es gab keine Gesamtsteuerung mehr. Es war ein extremes Silo-Denken. Diese Regierung, das wird auch in dem Papier deutlich, will das anders machen. Und nochmal, wenn das gelingt, dann wird diese Zusammenführung der beiden Themen, dass wir letztlich den Klimawandel nur in marktwirtschaftlichen Strukturen, in der Effizienz der Marktwirtschaft überhaupt hinbekommen, auch das sein, was akzeptiert wird. Allerdings hatten ja sämtliche Parteien vor der Bundestagswahl zum Beispiel den Ausbau erneuerbarer Energien versprochen und gesagt, dass das jetzt viel schneller gehen muss. Und BDI-Präsident Siegfried Russwurm sagt zum Beispiel, da sei zu wenig Konkretes in diesem Koalitionsvertrag. Werden denn diese hehren Pläne nicht vielleicht doch wieder an der Realität scheitern, wenn eben keiner ein Windrad in seinem Vorgarten haben möchte? Klar, die ganze Test auf Realität liegt natürlich dann im Tun, in der Umsetzung. Deswegen liegt ja so viel an den Planungs- und Genehmigungsverfahren, an einer besseren Verwaltung, an einer schnelleren Verwaltung, einer digitaleren Verwaltung und auch an dem Mut, die Dinge entsprechend zu öffnen, also auch dann handeln zu können. Aber klar bleibt, wenn wir die Energieversorgung zu 80% auf Erneuerbare transferieren wollen in einer absehbaren Zeit, ist das ein Riesenkraftakt. Und andere Länder wie Frankreich mit der Nutzung der Atomenergie haben es natürlich deutlich einfacher. Das bleibt ausgeschlossen. Keiner wollte diesen Weg gehen. Jetzt muss man hier liefern. Und das heißt vor allen Dingen auch die Netzinfrastruktur, der wir ja weit hinterherlaufen hinter den Zielen, jetzt endlich nach vorne bringen. Also insofern, dieses Thema ist an sich nicht neu. Auch hier geht es jetzt vor allen Dingen darum, die Bahnen frei zu machen, dass der Weg dann auch gegangen werden kann. Viel Kritik gibt es allerdings auch an der Finanzierbarkeit der Pläne. Da ist ja sehr viel von Investitionen die Rede. Und Robert Habeck hat ja so ein bisschen wurschtig gesagt, naja, das haben wir schon alles geregelt, ist alles im grünen Bereich. Glauben Sie ihm das oder heißt das, man wird sich irgendwie um die Schuldenbremse herumtricksen, wenn sie dann 2023 doch wieder in Kraft tritt? Also herumtricksen geht natürlich nicht wirklich gut, denn das Verfassungsgericht wird auf den Plan gerufen sein oder werden. Was ja auffällt, es gibt ja auch keine Summe der Investitionen. Es gibt kein Finanzierungstableau zu diesem Koalitionsvertrag. Das hat es bei früheren schon mal gegeben. Insofern ist das auf der einen Seite sowohl vom Volumen her offen. Das sind sicherlich 50 Milliarden, die wir pro Jahr zusätzlich aufwenden müssen. Und auf der anderen Seite ist nicht klar, mit welchen Finanzierungsinstrumenten, sondern es ist etwas aufgerufen. Die KfW als Förderinstrument, Sonder- oder Superabschreibungen, das mobilisiert alles richtigerweise private Investitionen. Aber wir brauchen halt auch die öffentliche Infrastruktur. Und da hat man so ein bisschen versteckt etwas in den Details, im Gestrüpp der Schuldenbremse angesprochen durch andere Verrechnungen. Man wird sehen, ob der Klima- und Energiefonds das leisten kann. Da sollen ja alle Kreditermächtigungen rein. Das lässt etwa ahnen, dass man für die nächsten Jahre in die Größenordnung bis 200 Milliarden gehen will. Aber in der Tat, ein Finanzierungstableau fehlt. Und das muss dann geliefert werden beim ersten Finanzplan des neuen Ministers. Und wir haben jetzt ja einen neuen Wirtschafts-Superminister, Robert Habeck von den Grünen. Sie sind jetzt selber kein Unternehmer, Herr Hüther. Aber was sagen Sie, müssen Unternehmer Angst haben vor diesem Wirtschaftsminister?
Also Unternehmer haben, glaube ich, noch nie wirklich Angst haben müssen in diesem Land, sondern man hat sich immer arrangiert. Und es ist immer die Frage, welche Perspektiven sind vorhanden und welche Bereitschaft zuzuhören ist da. Und mein Eindruck ist eher, dass Robert Habeck ist jemand, der auch gut zuhören kann. Wir hatten auch schon Wirtschaftsminister, die vor allen Dingen Juristen waren in vieler Zeit. Das war Zuhören, war auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, zu verstehen, dass letztlich auf der unternehmerischen Ebene die Transformation gelingen muss, damit sie gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich nach vorne trägt, das ist nicht etwas, was man bei Habeck bewerben muss. Ich glaube, da hat er ein Sensorium dafür. Es gibt keinen Grund, wie ich finde, Angst zu haben. Sagt Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank. Sehr gerne.